Hallo, hier ist Dietro Thorn und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr bei Hatsune Miku Projekt DWRF eure eigenen Edits erstellen könnt. Dazu drückt ihr unten auf die pinke Kamera. Anschließend seht ihr 5 Auswahlmöglichkeiten. Ganz oben ist ein neues Edit anfangen, das zweite ist ein Edit laden und das dritte ist ein Edit löschen. Die anderen beiden, weiß ich nicht, sind vermutlich auch nicht wirklich wichtig. Also fangen wir mal ein neues Edit an und drücken dazu auf die erste Option. Nun werdet ihr aufgefordert, euch ein Lied auszuwählen. Entweder aus den bestehenden Songs des Spiels oder aus euren eigenen MP3s, die ihr auf der PlayStation habt oder haben werdet. Ich nehme mal dafür diesen Song. Mit 3 könnt ihr auch vorher euch immer den Song reinhören, wie bei dem normalen Spiel. Als nächstes solltet ihr euch die BPM-Zahl festlegen und den Takt. Es lohnt sich dafür, ein Programm auf dem PC zu benutzen, das euch die BPM aussieht von der jeweiligen MP3. Weil wenn ihr einfach irgendeine BPM-Zahl nehmt, dann wird das nicht passen und ihr habt total Schwierigkeiten, die Noten da ordentlich reinzusetzen, da ihr nicht einfach freihand da über die Noten reinsetzen könnt. Also die Buttons, die da in den Bildschirm reinfliegen. In diesem Lied ist also tatsächlich die BPM-Zahl 220, deswegen lassen wir das einfach mal so. Und weiter geht's. Anschließend solltet ihr euch einen Hintergrund auswählen oder eine Kulisse. Da natürlich keiner Japanisch kann, von denen, die das hier schauen, nehmen wir einfach mal das zweite über den ganzen Zahlen. Das ist schwarz oder weiß. Eins von beiden. Wir werden es gleich sehen. Es ist weiß. Gut. Heute möchte ich euch zeigen, als erstes, wie ihr Noten setzen könnt. Aber zuvor werde ich euch noch schnell das Menü erklären, was ziemlich wichtig sein wird für euch, da ihr sonst nicht speichern könnt. Und zwar dieses, welches ihr mit Start aufruft. Ganz oben habt ihr die Funktion für Edit testen. Wenn ihr drauf gedrückt habt, so wie ich eben, habt ihr nochmal 2 Auswahlmöglichkeiten. Die obere ist so von Anfang an und die zweite ist dann von dem Punkt, wo ihr gerade seid, weil ihr habt da so einen Cursor. Hier so ein, das rote Teil, was sich hier bewegt. Das zweite ist dasselbe, nur mit dem Video, also ohne dass ihr das spielt. Ihr seht einfach nur das Video, falls ihr eins habt. Wenn nicht, dann natürlich seht ihr einfach nur ein Standbild. Das dritte verstehe ich selber nicht so ganz. Hab's auch nie benutzt. Ich denke mal nicht, dass es zwangsläufig wichtig sein wird. Das dritte sind die Charaktere, die ihr da mitspielen lasst in dem Video. Wenn ihr auf die erste Option drückt, kommt ihr in das Menü, wo ihr euch die Charaktere einstellen könnt. Und mit der zweiten Option weiß ich nicht, was passiert. Habe ich auch noch nie bis jetzt benutzt. Die fünfte Option von oben sind die Buttongeräusche. Also das erste sind die Buttongeräusche, wenn ihr auf Knöpfe drückt. Und das zweite sind halt die Sterne, die Sticks. Also, kennen wir ja. Das sechste von oben, mit dem könnt ihr Noten reinladen. Das machen wir jetzt natürlich nicht, da ich euch ja zeigen will, wie es neu geht und nicht, wie es fertig ist. Die siebte Option ist das Einstellen eures Sicherheitscodes. Falls ihr das Edit mal hochladen solltet, kann dann niemand anders dann es bearbeiten, außer er hat den Code. Das vierte von unten ist die Information. Also ganz oben war auf jeden Fall der Songname. Eins von Nummer 2 und 3 war der Editor und das andere der Composer. Das vierte war die Beschreibung. Und das letzte ist die Sternverteilung. Wie schwer ihr den Song einschätzt. Die dritte Option von unten ist ein Edit laden. So kommt ihr direkt von dem Menü hier zum nächsten Edit. Ihr müsst natürlich davor das eben benutzte Edit verlassen. Deswegen würde ich davor abspeichern, falls ihr das Edit mal auf schnelle Art und Weise wechseln wollt. Und speichern tut ihr mit der zweiten Option von unten. Hier werdet ihr direkt aufgefordert zu speichern und das unterste ist immer ein neues Edit. Auch von der Auswahlmöglichkeit hier. Das ganz unten ist immer neu. Neue Datei. Ja, und die letzte Auswahlmöglichkeit, wen überrascht, das ist natürlich das Verlassen des Editors. Gut, kommen wir jetzt mal zu den Grundlagen des Editors. Als allererstes ist das hier unterteilt in 4 Bereiche. Der oberste Bereich
ist Start-Ende-Festlegung und Markierungen setzen. Und zumal könnt ihr auch noch hier eure MP3 oder euer Lied verschieben, dass es etwas später oder früher startet, damit es besser passt. Der blaue Bereich, der zweite, sind die Charaktere. Da könnt ihr sie tanzen lassen, ihnen Gegenstände in die Hand drücken, anders schauen lassen. Sogar den Schatten könnt ihr wegnehmen oder wieder hinpacken. Ja, der dritte Bereich ist das Videoprinzip. Also die Kameraperspektive, die Kulisse. Das dritte hier sind die Effekte, dann kommen hier die Lyrics. Und dann der für uns heute interessante Bereich, der grüne. Das hat alles mit dem Spiel an sich zu tun. Also Noten, BPM-Änderungen, Taktänderungen, Chance-Time und Technical Zones, die ihr hier dann frei auswählen, also frei setzen könnt. Zuallererst würde ich empfehlen, bei jedem Song, wenn ihr einen MP3 nehmt, zu gucken, wann es überhaupt losgeht. Das geht hier mittendrin los, so ziemlich. Bei 62 geht es bei mir los. Ich möchte aber, dass es hier losgeht. Also werden wir den Startpunkt verschieben mit der ersten Option, also aus dem ersten Bereich. Dann öffnet sich dieses Menü hier, davon das mittlere. Wenn ihr eine negative Zeit eingibt, dann verschiebt sich das Lied wie folgt. Weiter nach vorne. Bei einer positiven Zeit geht es früher los oder mittendrin los, je nachdem wie weit ihr das nach vorne verschiebt. Jetzt habe ich einen wunderschönen Start beim ersten möglichen Takt. Denn der erste Takt ist nicht besetzbar mit Noten, weil das zu nah am Anfang ist. Es ist so, als würde quasi ins Lied einsteigen und sofort drücken müssen. Das wollen die Entwickler natürlich nicht, dass man sowas machen kann, denke ich mal. Gut, jetzt natürlich das Spannende, wie setze ich Noten? Dazu geht hier auf diese dritte Zeile, wo ich die ganze Zeit mit dem roten Strich hier rumtanze. Und wähle die erste Option aus. Da habt ihr zwei Möglichkeiten im Prinzip. Also ganz oben ist eine Möglichkeit und ganz unten ist eine Möglichkeit, wie ihr Noten setzen könnt. Mit der ersten setzt ihr das manuell. Drückt einen Knopf und dann erscheint die Note, wozu der Knopf gehört. Beim Doppeldruck ist es ein Pfeil, bei gedrückt halten, lange Note. Also eigentlich ziemlich simpel gemacht. Einen Stern könnt ihr natürlich mit dem Stick machen. Dann gibt es noch die andere Methode. Bei der Methode könnt ihr Noten setzen, indem ihr einfach spielt. Ich werde das jetzt mal nicht aus Zeitgründen fortführen, aber ich sage direkt, das ist ziemlich nicht empfehlenswert. Da ihr bestimmt nicht perfekt spielen werdet und dann ihr absolut beschissenes Edit haben werdet, wenn ihr das auf die Weise macht. Und ihr seht, dass man immer so eine Unterteilung hat. Also ich kann jetzt nicht 1000 Noten in einen Takt setzen, sondern es geht eben nur so viele rein. Aber falls ihr trotzdem ein paar unpassende Noten drin habt und nicht wisst, wie ihr das denn lösen sollt, gibt es die zweite Option hier dann, da wo die 3 steht. Da könnt ihr nochmal unterteilen. Schon ein Unterschied zwischen dem hier und dem hier. Wenn ihr Viereck drückt, also wenn aus dem Notensetzen kommt ihr immer mit Start raus. Wenn ihr Viereck drückt, während ihr euch hier so bewegen könnt, ruft ihr ein anderes Menü auf, was so auch hilfreich ist. Die oberste Option bei dem Viereck-Menü ist Schleife setzen. Was nicht viel bringt, also ich habe nicht den Nutzen davon so wirklich verstanden, da ihr das nicht ins Spiel einbauen könnt oder anders nutzen könnt. Das zweite ist das Bewegen einer Sache, die ihr ausgewählt habt. Das dritte ist das Kopieren, das vierte ist das Löschen. Da lösche ich mal. Und voilà, weg ist es.
Gut, wir wissen jetzt, wann es startet und wie man Noten setzt, aber wir sollten auch schauen, wann es endet. Obwohl, ja doch. Na, hier ist es schon vorbei. Also ziemlich bei 250 endet es. Dann drückt ihr wieder auf die oberste Zeile. Dritte Auswahlmöglichkeit. Erscheint dann ein blaues E. Dann ist hier das Ende. Und das war's. Weiter geht das nicht. Und auch dann dort wird dann das Lied enden, wenn ihr das spielt. Gut, nun setzen wir mal ein paar Noten. Nein, kein Chance Time. Das wollte ich dann nachher zeigen. Gut, jetzt haben wir ein paar Noten. Gehen wir mal in den Testmodus und schauen, wie das Ganze jetzt sich spielt. Läuft eigentlich ziemlich flüssig, aber die Noten, die sind da, kleben so zu sehr am Boden. Das sieht nicht wirklich schön aus. Also geht hier auf die zweite Option auf der Notenzeile, drückt und geht dann auf die erste Option. Dann habt ihr so einen, könnt ihr die Noten euch packen und dann euch zu dem Platz beim Bildschirm zerren, wo ihr es gerade haben wollt. Das geht leider nicht wirklich sehr schnell, also ich mache hier gerade mit Höchstgeschwindigkeit. Da haben sie leider nicht die Vorspulfunktion eingebaut, wie in den ganzen Menüs, wenn man R2 oder L2 gedrückt hält. Was ich persönlich ziemlich schade finde, da es sehr ausbremst bei der Arbeit. Gut, jetzt haben wir die Noten gesetzt. Ja, jetzt kommen sie aber alle von oben. Was machen wir denn da? Ganz einfach. Wir drücken auf die Note und haben hier unseren Stick und können damit die Flugrichtung bestimmen. Die Noten haben aber einen gewissen Radius, von wo weit sie wegfliegen können. Also das hier wäre zum Beispiel zu weit weg. Also sie haben eine Maximalflugweite, sage ich mal. Also lasse ich diese Noten mal von hier kommen. Die lasse ich von oben mal runterkommen. Ups. Die hat sich verabschiedet. Gut. Jetzt teste ich mal von der Stelle aus. Das Schöne ist, von der Stelle aus, ihr werdet immer einen Takt noch zurückgeworfen, dass ihr euch vorbereiten könnt. Ja, ist das schon mal besser anzusehen. Gut, wir wissen jetzt, wie wir Noten setzen und wie wir sie auch noch auf dem Bildschirm lagern. Das ist ja schon mal super. Aber ja, wie machen wir jetzt eine Chance Time? Dafür gibt es die anderen beiden Zeilen. Die obere von den beiden unteren, ach, die dritte von oben einfach, ist die Chance Time und die letzte Zeile hier ganz unten ist die Technical Zone. Ihr habt eh nur eine Auswahlmöglichkeit, deswegen erkläre ich jetzt nichts weiter. Auch hier nur eine Auswahlmöglichkeit. Das ist die Technik und hier ist Shanks Time. Am Ende von jeder Shanks Time kommt der Stern. Das wissen wir ja schon von den Spielen. Von den Songs in-game. Logisch. Deswegen würde ich an eurer Stelle immer euch den Platz vorher raussuchen, wo ihr die Shanks Time enden lassen wollt. Sonst seid ihr so ein bisschen blöd dran, wenn ihr dann eine Stelle nicht suchen könnt, weil wenn ihr im Shanks Time Menü seid, ihr könnt kein Dreieck drücken. Ihr könnt euch die Stelle partout nicht raussuchen. Ihr müsst zurückgehen. Gut. Also, wir haben eine Chance Time und eine Technical. Wie funktioniert das jetzt eigentlich mit der BPM? Ja, das ist einfach. Ihr geht auf die oberste Zeile und drückt auf BPM. Das ist ziemlich eindeutig. Das zweite ist dann natürlich der Takt. Erhöhen wir mal spaßhalber auf 240. Das ist zwar ein wenig sinnfrei, da das Lied nicht so schnell ist, aber es ist immer noch ein Produkt. Gut, wir haben jetzt den Takt nicht geändert, weil wir es nicht müssen. Aber wir haben jetzt Noten gesetzt. So ziemlich, ich setze die mal noch hier, der Schönheit halber.
Oh Gott, oh Gott. Ah, ich gucke hier gerade nur auf die... Nicht gut, dann mach ich, bin ich langsam. Gut. Ach ja, noch ausrichten. Zack, 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 zack. Zack, zack. Nicht schön, aber... Geht wohl nicht anders jetzt. So. Ihr seht, am Ende werden die Noten schneller. Es macht natürlich dementsprechend noch Sinn, die Noten weiter auseinander zu machen, um das zu demonstrieren. Aber es macht nur dann Sinn, den Tag die BPMs zu ändern, wenn sie sich wirklich ändert. Also jetzt auf einmal aus 60 BPM 300 zu machen, ist nicht in der Sache. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich es, dass ihr jetzt Bescheid wisst und wisst, wie ihr jetzt die Noten setzen könnt, in den Bildschirm platzieren könnt, Technical Zones und Chance Times setzen könnt. Also es gibt nur eine Chance Time. Und die BPM-Zahl ändern könnt. In diesem Sinne möchte ich mich dieses Mal verabschieden und beim nächsten Video erkläre ich euch, wie das mit den Figuren ist und wie ihr sie bewegt und so weiter und so fort. Einen schönen Abend, Tag oder Nacht noch, je nachdem wann ihr euch das Video anseht. Und viel Erfolg mit euren Edits.